Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Skyline ist im Stadtkunde, wir haben eine Runde. Let's play! Woo! Guild Wars 2! Okay, hier oben seht ihr etwas. Und zwar ist das von... Ach du Scheiße, das ist laut. Ich höre mich selber kaum sprechen. Jetzt ist das Mikro-Bölke wie blöd. Ein bisschen weiter drehen. Ihr seht, da oben ist hier Wolf irgendwas zu sehen. Das kann man hier ganz gut erkennen. Ich versuche mal gerade das, also von TeamSpeak gibt es eine Variante Wolf irgendwas. Gucke ich, ob das damit irgendwie schöner aussieht. Im Gegensatz zu dem Schlagmethode zu Core Studio, dem Videoaufnahme. Und wir sind natürlich hier mit Slyja. Und wollen unser Abenteuer weiter begehen. Also spielen wir direkt und sind Ebenen von Aschfurt. Aschfurt. Was ihr gerade lest, das könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schroten. Also wir sehen jetzt auch die ganze Zeit hier halt, ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Ich kann nicht drauf weg, wenn das so runterfährt. Dann muss ich mit dem Pfeil irgendwie so auf den Pfeil hier klicken oder sowas. Es geht nicht. Was vielleicht noch machen würde, wäre vielleicht mit Facecam. Das ist halt das Ding in Facecam verstecke. So! Wir haben die Scheiße immer noch nicht bekommen. Handschuhe habe ich immer noch nicht bekommen. Und deswegen sind wir hier aber nicht mehr wesentlich länger gemacht. Hier ist auch kein Bock, jetzt hier so 50 Stunden lang hier rumzugammeln. Vor allem, weil ich eh nicht vorwärts komme mit der ganzen Gedönse hier. Zuletzt haben wir. Ja, schön hier, das hier alles befreit. 200 Glück! Okay. Durchsuchen. Na, davon habe ich jetzt echt zu viele. Gut, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal ein bisschen woanders hin. Schießt euch, alle Feuerschwanz dabei, die Waffen kann man zu leiten. Was soll ich machen? Alter, schön hinter mir. Nimm mal ein Hübscher. So. Was haben wir hier? Flachlandwurm. Junges. Kriegen wir das kalt? Attacke. Bam. 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 Schmetterlingern. Ich suche übrigens noch ein paar Mitstreiter, die hier vielleicht mal ab und zu mal mitspielen wollen. Das wäre super nice. Wenn einige mitmachen. Was ist das denn jetzt? Ein Flammenlegion-Typi. Nein, stirb, Motherfucker. Schönes Ding. Salutiert vor euch. Ach so. Wir töten mal von diesem Mistmann. Nichts explodiert an Mörsergranate. Kann ich die aufnehmen? Deaktivieren. Boom! Ich helfe, wo ich kann. Hyäne! Boah, die ist nicht der da. Weiß ich! Du bist ein braver Junge, ne? Okay. Verwenden. Au. So fick, was ist denn jetzt? Sprechen wir jetzt mal mit ihm. Seht ihr die Rüstkammer da? Dort werden die meisten unserer Waffen hergestellt. Sie ist Waffenmeister Petaxt ein und alles. Sieht aus, als könnten sie einen Anstrich vertragen. Die vielen Fronten haben unsere Truppen... Ist das eigentlich weiblich? Keine Ahnung, was ist. Nee, ist männlich anscheinend. Die vielen Fronten haben unsere Truppen ausgedünnt. Und Instandsetzungseinheiten haben derzeit keine hohe Priorität. Ihr könnt einspringen, indem ihr die Flammenlegion im Gebiet beseitigt und Mörsergranaten Blindgänger entschärft. Die Flammenlegion?
Unsere Feinde, sie sind scharf darauf, die Rüstungskammer für sich selbst zu benutzen. Aber das werden wir nicht zulassen. Was ist mit den Windknallgranaten? Die Mörserkommando schießt östlich von hier zu Übungszwecken auf den Wall. Allerdings geht nicht alle Granaten hoch wie geplant. Solange die Blindgänger nicht geborgen sind, ist es nicht sicher draußen. Ausblenden. Okay. Woo! Nächste Stufe, Digga. Oh, haben wir neue freigeschaltet? Jägerschuss. Ich mache mich sofort dran. Und da haben wir unser erstes Abfahren für den Jägerschuss. Ich bin unsichtbar. Bonus. Was haben wir denn hier Feines? Gebrochene Klaue. Schrott eingesammelt. Region. Ach, da hinten hatten wir noch einen, mit dem wir labern konnten, ne? Wo war das nochmal? Hyäne. Ich schalte ja auch gerade nicht so viele rein, ne? Ah, ich kann sie so ein bisschen minimieren oder sowas? Okay. Kommt klar? Deaktivieren. Liegt genau mit seinem Körper drauf. Huch! Deine Mutter! Ah, gebrochenen Clown-Scheiß hier. Braucht keinen Schwanz. Da hinten haben wir noch einen, mit dem wir labern könnten. Richtig? Der. Lass Tibera Kümmer kommen. Boah, die sehen ja geil aus. Meine Gruppe. Meine Gruppe und ich arbeiten für unser Ziel. Außerdem lassen wir ein paar Aggressionen ab am Wall da drüben. An den Wallresten. Warum tut ihr das? Nichts geht über eine gute ausgebildete Mörsereinheit. Und der Wall? Ich schieße gerne kurz und klein, was die dummen Asklonier gebaut haben. Also ich tun kann, was die dummen Asklonier gebaut haben. Alles macht das manchmal die Geister aggressiv. So kriegt man denn Praxis mit beweglichem Ziel. Lebt wohl. Aber ich bin nicht fertig, mit dir zu reden. Für die Eisenlegion. Warum liegen überall nur so Granaten, die nicht hochgegangen sind? Manche Granaten machen eben Bumm, andere nur Pss. Ich mache ab und zu mal Bumms. Sie funktionieren nicht alle richtig. Sind Blindgänger dabei. Wäre prima, wenn ihr die Blindgänger einsammeln könntet. Ich hasse Aufräumen. Was sagtet ihr noch über eure Arbeit für euer Ziel? Nichts geht über eine ausgebildete Mörsereinheit. So kriegt man hier Praxis, haben wir alles? Rühren. Warum wird eine Mörser nicht benutzt? Das ist eine Versuchsversion. Das Testschießen steht noch aus. Ihr könnt es mal probieren, wenn ihr wollt. Aber wahrscheinlich erreicht ihr nichts als Fehlzündungen. Danke für die Auskunft. Okay. Das haben wir erledigt. Der ist sowieso nur für Fehlzündungen. Die anderen können wir nicht nehmen. Da hinten ist der Wall, in dem die ganze Zeit die Rede ist. Weil er war mal reinlassen. Ah! Oh Gott. Turnier der Legenden. So, dann wollen wir mit denen da drüben auch nochmal sprechen. Blutlegion, Soldaten, Eisenlegion, Schütze. Warte mal. Ist auch weiblich, ja. Es mag hier draußen vielleicht sicherer sein. Erscheinen. Aber hier lauern mehr als genug Gefahren. Wirklich? Diese ehrlosen Feuerteufel der Flammenlegion nutzen ihre Magie, um Dinge anzustellen, die ihr euch nicht einmal in euren Albträumen vorstellen könnt. Ich habe Soldaten der Flammenlegion einfach so ohne Vorwarnung mitten in einem befestigten Lager der Eisenlegion auftauchen sehen. Das klingt ziemlich unglaublich. Wenn ihr einmal all das gesehen habt, was ich gesehen habe und wenn ihr einmal all das gesehen habt, was ich gesehen und erlebt habe, sprechen wir weiter. Bleibt bis dahin wachsam. Alles klar. So, wir waren aber noch dabei, das hier zu erledigen. Das machen wir auch als erstes fertig. Da haben wir nur Hyänen. Fehlgezündete Mörser haben wir schon. Flammenlegion Schwanz. Da geht's ja richtig ab, Digga. Hier los. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Chef euch!
Keine Sorge, ich bin da für euch. Geh weiter, Mann. Bam, so, jetzt sehen wir weiter, Mann. Da geht's mal. MG in die Fresse. Durchsuchen. Geschlagene Hose. Zeig auf den Flammenlegion Feuerschamane. Oh, mächtige Rohleder. Bam, ins Gesicht, Alter. Aber helfe ich dem Typen damit jetzt? Weil es hat sich jetzt nicht irgendwie aufgezählt hat. Doch, hat sich nicht. Alles nur weichliche Menschheit. Er war zu seiner Zeit so wichtig wie heute ein Tribun. Ich habe gehört, er hatte besondere Kräfte. Ich wette, den würde ich schaffen. Die Stimme kommt mir verdammt bekannt vor. Ist das nicht von Mass Effect so eine Stimme? Oh, was ist hier? Ja, ich kann irgendwas stehen. Mhm, hier ist eine Maltasche. Schön Loot, Alter. Das Problem ist jetzt nur, ich komme nicht an meine Rüstung dran. Ey, du musst das sowieso untergesetzt werden. Rohlederhandschuh. Oh, kriege ich hier schöne Sachen zusammen. Schützen die Waffen in der Legion. 6 Waffenteile gestohlen. Was zum Fick? Okay. Was da oben? Ich bin aber hier gerade dran. Es gibt so einen. Au! Spürt den Schmerz. Echt mal! So. Scheiße, ich komme nicht an. Warte mal, wenn ich I drücke. Ja! I ist das Inventar. Oh, sieht aus wie ein Falk hier so ein bisschen, ne? Brauchen wir nicht. R, Rüstung? Nein. T? Also I ist Inventar. U. X. Nee, das war O. Zeigen wir dem Pack, was eine echte Schrottplatzhake ist. Das war O. P? Nein. Essen? L? K? J? H? Ja, wir nehmen einfach mal H. Ausrüstung. So. 22. 25. Weg damit. Sichert die Rüstungskammer um jeden Preis. Treibt sie zurück. So sieht aber nicht meine Rüstung aus. So, wir haben noch Handschuhe bekommen. Okay. Jetzt haben wir noch ein Lederbeinkleid. Ist aber ein bisschen schwächer, also lassen wir es auch. Oh, was hat der denn für ein Schwert, Alter? Da muss man ein bisschen. Oh, geil, das nebenbei den anderen mitgenommen. Perfekt, Alter. Hier beide, macht mal. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem ich gegen einen nicht schummelnden Feind kämpfen kann. Dann suchen wir uns doch erstmal. Unverwundbar. Jetzt kann ich mal wunden, okay. Was ist denn los, Digga? Oh, her damit! Dank eurer Hilfe bei der Rüstkammer können wir den alten Schuppen bald wieder in Betrieb nehmen. Hättet ihr euch nicht um die Mörsergranaten und diese lästigen Halunken von der Flammenlegion gekümmert, dann hätten wir
Unser Wiedereinstieg ins Waffengeschäft wohl auf den Nimmerleinstafel stehen können. Annehmen. Wir sollten uns erstmal zurückziehen. Da ist eine Ratte übrigens. Das heißt, wir müssen jetzt. Wir haben ihn einen schweren Schlag versetzt. Jetzt wird hier Feuer löschen. So. Schaff diese rotarschigen Zündelheinsen hier aus meiner Rüstelkammer. Schaffen wir ihn hier? Genau. Und jetzt nehmen und jetzt unternehmen endlich was. Ich werde behilflich sein. Alles in Ordnung. Dass ihr die Rüstkammer gesichert habt. Kein Problem. Karma. Ein Gold haben wir auch schon. Whoopie, fucking Ohrlorbeeren haben wir auch schon. Haben wir noch keine Edelsteine. Ja, warte mal, was? Suchen. Aber nicht. Suchen. Aber nicht. Okay. Haben wir das, ne? Nice Scheiße, Alter. Aber wir können. Wir können so nicht viel machen. Das trage ich, oder? Ja, mächtige beschlagene Hose. Ja, gut, dann. Und als nächstes gehen wir mal hier hinten. Und zieh Panzer an. So. Schade, dass ich keine Sachen habe, um flächenmäßig irgendwas abzudecken. Aber vielleicht kommt das hoffentlich noch. Das wäre mega sweet. Leg mich da so dumm auf dem Boden rum. Was? Hab dich nur begrüßt. Schamanen, Soldaten und andere Flammen der Flammenlegion greifen den Schrottplatz an. Die müssen wir wieder dahin befördern, wo sie hergekommen sind. Wo ist der Schrottplatz? Da befinde ich mich am Schrottplatz. Was ist hier los? Wir beleben. Steh auf, mein Freund! Ich muss die alle wiederbeleben hier. Rattenfalle. Aufstellen. Vor allem eine Rattenfalle. Das ist nur eine Rattenfalle. Okay. Ich habe gerade echt kaum Planung, was passiert hier so. Aber okay, wir scheinen hier irgendwas. Buja! Auch geschafft. Kein Problem. Neue Klassefertigkeit freigeschalten. Tiergefährtenfenster. Aufwärmen freigeschalten. Belohnung für die nächste Stufe. Annehmen. Was haben wir hier? Danke für die Hilfe. Ich wollte euch nur rasch für eure Hilfe auf dem Schrottplatz danken. Wenn man ständig mit Geistern und den Flammenlegionen zu kämpfen hat, bleibt halt wenig Zeit für Wartung und Instandhaltung. Der Schrottplatz ist in letzter Zeit ziemlich runtergekommen, aber es ist wichtig, denn der Schmelzofen der Eisenlegion muss ständig mit Metall gefüttert werden. Annehmen. Ihr habt zu fressen gekriegt. So, hübscher. Mal stehen. Sprecht. Ah, mein wunderschöner Schrottplatz. Ich liebe den Geruch von verrosteten Eisen am frühen Morgen. Das ist auch von Ort. Hier bewahren wir alte Waffenteile und auf und andere Gegenstände, die nicht mehr im Einsatz sind. Wir reparieren, was wir können. Und dann Rest schmelzen wir ein. Wozu die Überwachung? Nur eine kleine, unbedeutende Gruppe, die sich Flammenlegion nennt. Einfallspinseln.
Die stehlen alles, was in ihre verdammten Klauen bekommen. Flammenlegion, ja, das ergibt Sinn. Viel Glück. Für die Eisenlegion. Seid ihr nicht froh, dass hier war, um euer Platz zu verwenden? Ja, ihr habt wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Bleibt ihr vielleicht noch eine Weile und helft mir dabei, dass der Schrottplatz sicherer bleibt? Sorry. Aber ich kann gerade nicht. So, warte mal, was bist du denn für einer? Was? Ein blöder Schrottplatz mit einem blöden Altmaterialexperten. Was habe ich nur getan, dass ich diesen Posten hier verdient habe? Was ist so schlimm daran? Man will, dass ich diesen Schrott katalogisiere, aber ich will losziehen und kämpfen. Hier erlebe ich einen ordentlichen Kampf nur, wenn ein paar Kerle von der Flammenlegion hier aufkreuzen und rumschnüffeln. Seht ihr die öfters? Das passiert hin und wieder mal. Nicht oft genug für meinen Geschmack. Vielleicht haben wir ja Glück und sie starten heute einen Angriff auf uns. Dann könnt ihr gerne mitmischen. Klingt aufregend. Aber... Das Rad des Fortschritts dreht sich. Ja. Hey! Ich habe darum nicht gebeten. Warum schreit ihr mich so an? Seid, was sind eure Pflichten? Man will, dass ich diesen Schritt katalogisiere, aber ich will losziehen und... Aber wie, ich konnte sie jetzt. Okay, cool. Ja, keine Ahnung. Ja. Also gut. Skylla Rostwolke. Braucht ihr was? Aha, ihr beugt meine Schätze. Das sind Schätze? Ihr seht vielleicht nur haufenweise kaputte Maschinen und Waffen. Aber für mich sind das technische Schätze. Die Eisenlegion hat mir die extrem wichtige Aufgabe übertragen, sie zu reparieren oder wieder zu verwerten. Wenn alles kaputt ist, warum werft ihr das nicht weg? Nur das Motto der Eisenlegion lautet, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Eigentlich ist es mein Motto, doch die Aufgabe ist keine geringe, dafür sorgen schon die Engie-Überfälle-Legion. Ah. Warum sollte die Flammenlegion einen Schrottplatz angreifen? Sie greifen meinen Schatzhof an, weil sie nicht einfach gerne ekelhaft sind. Sie stehen und plündern und stiften Chaos, wo sie können. Und diese Schätze hier sind natürlich wie ein Magnet für sie. Viel Glück bei der Verteidigung. So, wir haben da hinten noch eine Tante gehabt, die wir mal ansprechen könnten, vor allem weil sie anscheinend ein paar Materialien für uns hat. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo die Dame war oder der Herr. Noch mehr Arbeit. Nun ist es immer noch ein Schrottplatz, aber wenigstens nicht mehr ganz so chaotisch. Danke, dass ihr ausgeholfen habt. Na, gab es was zu plündern? Eisenjungson hat Holzstange, wow, Pistole, nicht mein Style. So. Die behalten wir mal, das ist eine nette Sache. Können wir weggeben, Lederweste können wir auch weggeben. Jo. Jetzt habe ich nichts mehr, ne? Nee. Wir lassen uns das mal dabei. Wir machen uns weiter. Turnier der Legenden. Findet sich in dieser Richtung. Werden wir einfach mal dahin tratschen. Oh, guck mal, hier haben wir noch was zu finden. Gefallener Verbündeter. Was haben wir hier? Wegmarke Feritas. Es gibt so viel zu entdecken. Erstmal wollen wir Eisenlegion-Techniker wieder. Er steht natürlich ganz schön beschissen hier. Wir überleben, du Affe. Ei, duzi, duzi, du. Hatzi, duzi, die. Schöner Boden hast du hier. Kein Problem. Grüßen. Oder auch nicht. Ein ungemütlicher Ort, würde ich fast meinen.
Ist das denn hier? Ist das ein Schutzschild? Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint es da hinten gerade ein bisschen abzugehen. Turnier der Legenden. Ich will da oben. Level 3. 3, das ist nämlich gerade meine Ruhe. Ich will eigentlich nur gerade diesen Punkt da oben haben. Garf, Reiskäfer. Willkommen im echten Ashford. Dieses Land wurde von den Menschen jahrhundertelang verwüstet. Wir werden es uns von ihren Geistern zurückholen und unser Heimatland wird wieder uns gehören. In diesen Hügeln lauern Gefahren, denen es zu trotzen gilt. Ihr werdet ein wichtiges Rad im großen Getriebe der Legion sein. Macht euch bereit. So, hier sind wir gerade überall rumgedackelt, aber da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hin. So, wie es aussieht, ist es dunkel geworden. Wir haben Nacht oder sowas. Und jetzt haben wir wieder Tag. What the fuck? So, gucken wir mal, ob wir mit sowas hier was anstellen können hier. Ja, nicht schlecht. Durchsuchen. Och, ist das ein anderer Spieler? Hallo. Huch. Wir folgen dem mal. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich sind sie auch auf dem Turnier der Legenden unterwegs. Helf, Sturm, irgendwas. Fischers, Leute. Für die Eisenlegion. Tod oder Ruhm, das ist das Motto meines Trupps. Es ist unsere Aufgabe, den Feritas-See zu beschützen. Und was werden wir auch? Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Ich habe gerade nichts zu tun. Wollt ihr Hilfe? Es gibt hier so viel zu tun. Zum einen müssen wir die Augen nach den Flammenlegionen offen halten. Außerdem habe ich gehört, dass die Fischer neuerdings Probleme mit Lindwürmern haben. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Also mit der Flammenlegion. Sie tauchen hier regelmäßig auf und verschmutzen den See. Ihr habt noch nie so viel Terra-Elementare auf einem Haufen gesehen. Sie sind eine Bedrohung. Sagt die Lindwürmer? Lindwürmer verheddern sich in den Fischkäfigen und beschädigen sie. Aber von ganz oben heißt es, dass wir den Fischnachschub am Laufen halten müssen. Also unternehmt was. Wir sehen, was ich machen kann. Vielleicht droht eine Gefahr aus, indem ihr V-Taste drückt. Okay. Rühren. Krrr, da drüben ist eine Kiste voller irgendwas. Irgendwas, das ich haben muss. Aber irgendein Schrumpfhirn hat Minen drum gelegt. Ich wette, ich kann mich vorbeischleichen. Unwahrscheinlich. Aber ihr könnt es vielleicht schaffen, wenn ihr es mit einer Ausweichrolle versucht. Klingt gut. Vielleicht, indem ihr die V-Taste drückt oder eine Bewegungstaste zweimal drückt. Beim Ausweichen seid ihr kurzzeitig unverwundbar. Die Game-Ausdauerleiste. Öffnen. Hoppala. Der hat mir das geklaut. Der hat mir das geklaut, der Sack hat mir das doch, hat mir der doch. Ein Ei? Mein Ei. Der hat mir meine Aufgabe versaut. Dumme Sau. Hat er mir doch. Hat er mir das. Der hat mir das einfach weggenommen, hat er mir. Dude, das geht nicht.
verarschen, du Arsch. Einzige Schuppe, ja, damit. Das ist ein Wurm. Decken, Alter. Er ist schon ein bisschen hartnäckiger jetzt. Einzige Klauen. Sprechen. Die Legion ruft. Der Hakentrupp hat sich um diese See gekümmert, seit wir die Pharao verlassen haben. Ich bin der Letzte, der noch übrig ist. Es wird nicht mehr lange dauern, bis eine Wachablösung hier am Feritas-See ansteht. Was ist mit dem Rest eurer Truppe geschehen? Über die Jahre sind sie alle gestorben, einer nach dem anderen. Ich bin der Letzte, der noch lebt, was mich wohl zu einem Gladium macht. Mir macht das nichts aus. Ich werde weiterhin die Arbeit verrichten, für die wir hier eingesetzt wurden, bis ein neuer Trupp die Aufgabe bekommt, unseren Platz einzunehmen. Was macht ihr draußen? Der vorherige Tribun hat uns aufgetragen, uns um den See zu kümmern. Wir haben jahrelang darauf geachtet, dass er nicht überfischt wird und dass das Wasser sauber und rein bleibt. Hier an diesem See habe ich alles bekämpft, von Skalen bis hin zu Lindwürmern. Es macht mich traurig, ihn verlassen zu müssen. Sie werden euch ersetzen. Das werden sie müssen. Allein kann ich nicht mehr so weitermachen. Ich brauche ja jetzt schon Hilfe, wann immer die Flammenlegion auftaucht oder sich Lindwürmer zeigen. Ich fühle keinen Scham und keine Schande. Ich habe ein gutes Leben geführt und habe hart für die Legion gearbeitet. Ich habe viel geopfert und ich werde auch weiterhin kämpfen, bis meine Zeit gekommen ist. Es wird nicht mehr lange dauern. Mögt ihr im Blut eurer Feinde ertrinken. Auf Wiedersehen. Ist ja ungesund, mit dem Kopf da im Wasser zu liegen, Kollege. Mach mal auf, du. Und dann bedanken wir uns nicht mal. Hast recht. Hier los! Lass den Typen in Ruhe, du blauäugige Muräne, du! Sauber machen. Sauber machen. Bevor ich hier lieber Tiere töte, reinige ich lieber alles. Sollten wir erstmal platt machen. Kann ich mich verstecken? Okay. Eisenstrahlkorb, ja, nie ist klar. Pusche, bleib ruhig. Für einer. Warmer Stein. Das ist ein Schrottgegenstand. Super. Oh, ist noch einer tot. Steh auf, Puffele. Lass knutschen. Erstmal wieder. Belebt wieder. Alter, das gibt's doch nicht. Ihr solltet euch nicht sofort wieder mit denen anlegen. Nee, als wenn ihr die einfach mal in Ruhe lassen würdet. So ein Schrasseln. Ich glaube, ich jetzt irre. Okay, was haben wir? Händler freischalt, Sturm, schlag mich tot. Hallo.
Kuchen, ein Ei. Ja, von mir aus seid jetzt tot. Das ist auch erstmal egal. Jetzt will ich erstmal kurz kicken. Ah, oh, Ficken, Alter. Hat er mir einfach die Aufgabe hier geklaut, dieser blöde Sack. Achso, den haben wir angesprochen. Sturmbarschklatsch. Danke, dass ihr hier geblieben seid und mir geholfen habt. Der See ist jetzt ein gutes Stück friedlicher. Ja, nur so wenig haben es gefunden. Gargoyle forcieren. Mächtige beschlagene Stiefel. Gucken wir mal gerade. Habe ich überhaupt. Schuhe mal wechseln, würde ich sagen. So, Kollege von der Leyen, Schnürschuh, Gedönsen, Sackgesicht. Das ist ja schon gut, aber was ist jetzt da in diesem Ding drinne gewesen? Ja, wenn er sagt eiskalt geklaut. So, jetzt hatten wir irgendwas da hinten, hatten wir jetzt noch jemanden gehabt, der noch Hilfe gebrauchen könnte. Die Fischer brauchen wir nicht mehr retten. Fischer rett. Flammenlegion Schamane besiegen. Seele werde ich im Steinkessel kochen. Für euch gibt es hier keine Gnade. Es gibt nur den Rechtsspruch des Feuers. Und jetzt brennt! Ich werde euch alle verbrennen. Ich äschere eure Gebeine zu Ehren, Beelfeuers. Jetzt los. Mann, jetzt einfach mal alleine. Nein, dann verwundbar. Jetzt sind wir schon. Feuer rein. Wir schon bald. Feuer rein. Wir schon bald sehen werden. Naja, was auch immer. Das letzte, was ihr hören werdet, ist das Brutzeln eures Fleisches im Feuer. Also einmal, mit mir ist alles. Wie sollte das wieder so viel leben? Feuer rein, wir schon bald sehen werden. Mein Tiergefährte braucht Hilfe. Das letzte, was ihr hören werdet, ist das Brutzeln eures Fleisches im Feuer. Aua! Geh aufs Fressbrett! Die Eisenlegion wird wach! Ey, da krieg immer mehr die Leben Eisenlegion dazu! Legion wird wach! Ja, was auch immer, aber du sollst mal sterben jetzt! Ich hab's vergessen, hat unendlich Leben oder so ein Scheiß, Alter.
was will der jetzt hier oben? Wieder ans Werk. Ich werde euch alle verbrennen. Ich esse euch. Nun hat sie ein gemütliches kleines Lager hier gebaut. Sie fällt immer wieder in unser Land ein. Wir müssen sie wieder loswerden. 5 Millionen, was kann ich tun? Tötet die Flammenlegionär, der euch in die Quere kommt. Und zerstört alle Habseligkeiten. So einfach ist das. Einfach. Ich sehe mal, ob ich ihre Flammen löschen kann. Scheiße. Und nu? So, was hast du denn da Schönes dabei? Fake Day, dass wir keine haben. Ihr werdet das Feuer meines Meisters nicht löschen. Ihr werdet in den Flammen seines... Ich werde euch alle verbrennen. Ich äschere eure Gebeine zu Ehren, Befeuer. Macht Meldung. Es ist eure Chance, einen Champion der Flammenlegion ein wenig Liebe der Legion zukommen zu lassen. Dann mal ans Werk. Okay, wir haben jetzt zwei Gefährten wieder am Start, die uns vielleicht ein bisschen helfen können. Überlasst sie mir. Flammenlegionär mal zu brutzeln. Schleudert hoch, verbrennt. Die helfen mir jetzt ein bisschen, oder? Ja, die helfen mir. Das ist gut. Aber anscheinend geht das. Ihr werdet das Feuer meines Meisters nicht löschen. Ihr werdet das Land seines Zorns stoßen. So brauchen wir Clown, so brauchen wir Clown, so brauchen wir Clown. So, komm her, du. Blöder Heini. Ja! Gold. Also Robe! Farbe! Weitere Informationen. Mit Hilfe von Skins könnt ihr das Erscheinungsbild eures Ausrüstung im Verlauf des Spiels ändern. Öffnet die Heldenübersicht und klickt auf Garderobe, um mit Skins auszustatten, die ihr gesammelt habt. Edle Rüstung. Ihr könnt jetzt edle Rüstung anlegen. Sie unterscheiden sich durch ihre blauen Namen und die verbesserten Werte. Okay. Pastell Zitronenfarbe zum Benutzen Doppelklick. Doppelklick, um diese Farbe für ihren Charakter freizuschalten. Klick Doppelklick zur Farbe. Doppelklick Eisenrose. Eisrose Pastell Zitrone nehmen einfach mal. Ihr versucht mehrere Gegenstände zu tragen, als sie eure Tasche passen. Platz oder löscht Gegenstände. Okay, cool. Inventar ist immer voll.
keine Ahnung. Zerstören, ja. Nadel, Seele gebunden, Verbrauchsgegenstand. Anfängerrucksack, scheiße. Erstmal ein Eisenschwert nehmen dazu. Hm. Okay, zack. So. Okay, ja. Das war's jetzt erstmal, oder wie sehe ich das jetzt richtig? Wir müssen noch fertig machen. Ach wo, wir haben eine neue Waffe. Und das haben wir auch noch direkt gemacht. Super. Rups. 56 und 112. Was ist denn jetzt los? Piss dich mal hier. Lackaffe. Jetzt wollte ich da erstmal kurz was kicken, weil ich da lassen muss. Ha, ha, ha. So. Schmeidig hübscher Bogen haben wir jetzt am Start. So, hoppala da. Sieg durch Stärke. Die Flammenlegion wird euren Namen nicht mehr so schnell vergessen. Wir haben sie beim Kragen. Habt ihr es in der Höhle gefunden? Schwere Handschuhe, Rüstungsklasse nicht von eurer Klasse verwendbar. Ja gut, dann kann er die gebrauchen. 15 plus 2 Kraft. Das hier kann ich nicht. Wo haben wir denn Glückszahl? Verwilliger 754. Okay. Terras. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so unbedingt bräuchte, deswegen lass mich erstmal sein. Will jetzt nochmal kurz kicken, ob ich jetzt nochmal die Aufgabe hier hinten beenden könnte. Also wie es aussieht, kann ich das nicht. Im Endeffekt ging es eigentlich, glaube ich, nur darum, um halt herauszufinden, wie man halt rollt. Zu mehr war das, glaube ich, jetzt nicht gut. Was haben wir denn hier? Kaufmann! Es ist ruhig hier, ein bisschen zu ruhig. Ich rieche Flammenlegion. Sind in der Nähe? Wir vermuten, dass sie ein Lager in der Nähe haben. Sicher sind wir uns aber noch nicht. Halt eure Augen offen. Wir haben sie beim See herumlungern sehen und befürchten, dass sie etwas aushecken. Der See versorgt uns mit Fischen und anderen Rohstoffen. Die Flammenlegion hinterlässt überall nur Zerstörung und Verpestung und daran haben wir keinen Bedarf. Tja, Muster. Habt ihr nicht etwas von verkäuflichem Schnaps? Die Alkoholkonsum führt zu Rauschzuständen. Verbrauchsgegenstand erforderlich 5 Seelen gebunden bei. Ach du Scheiße. Warum sollte ich dieses tun? Okay, weißt du was? Verkaufen. Brauche ich noch? Verkaufen. Handwerksmaterial. Rüstungsschmiedin, Konstrukteurin, Waldfrau, Lederin, Schneiderin, Waffenschmiedin. Seen gebunden. Du hast einen Doppelklick. Ritualtasche. Ach so. Brauche ich nicht. So ein Trophäe. Brauche ich nicht. Gut, dann warte mal. Inventar. Erstmal ein bisschen hier. Alles hübsch machen. Mein Inventar ist aufgeräumt, als wenn zu Hause. Erhebt euch, meine Diener, und vergiftet diesen See. Lasst sie Beelfeuers Macht spüren. Oh ja, Stücke. So. Habt ihr die Flammenlegion da unten gesehen, die den Feritas-See verdirbt? Überall ist Teer. Da kommen auch noch Elementare aus dem Teer. Na toll.
Noch mehr Eiferer, die den See verschmutzen. Bane, geht und holt uns Verstärkung. Ihr beide folgt mir. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was... Elementare, kann ich machen oder was? Machen wir es einfach mal. Ich weiß nicht, was mir das jetzt bringt auf die Schnelle, aber... Machen wir es einfach mal mit. Was haben die denn Hübsches dabei? Bernstein-Kiesel-Dinger. Ich will mit einem freien Erwärmungsbad anzuwenden. Was sind denn die ganzen Terfi hier? Anscheinend ist hier ein bisschen mehr los gerade, das ist ja cool. Irgendwie greife ich nicht mit, mal was. Das ist eine gruppenbezogene Aktion, ne? Bam, bam, tadadam, tadadam. Okay. Nicht mehr. Ah, da hinten sind noch ein paar. Die krall ich mir, ihr kleinen Maden, ihr kleinen Maden. Ich werde euch jetzt. Ich werde jetzt mit euch baden. Kujo! Gold! Okay, die Aufgabe haben wir erledigt. Jetzt haben wir da hinten noch irgendwas. Scheint dabei. Hallo. Ich grüße euch. Ach so. So, mal können wir nicht mal ein bisschen hier. Wow. Scheint so, als Weizen so haben wir hier alles gefunden. Ich finde das geil gemacht hier, Alter. Das sieht hammer aus. Das heißt, wir können uns jetzt rausbewegen, wie es so aussieht. Char-Triumph. Ach, du leck mich am Arsch. Was aufnehmen noch? Ja. Okay. So, wo sind wir denn nochmal? Da sind wir. Solaija. Die schwarze Zitadelle. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zur schwarzen Zitadelle, oder? Wäre ich mal voll für. Turnier der Legenden. Ich will eigentlich jetzt noch gar nicht da raus. Ich würde eigentlich gerne wissen, wie es halt. Können wir nicht auch irgendwie eine Schnellreise machen? Ja, können wir! Oh, ich habe noch. Packlarm Ochsen. Lol Tamere. Ich würde lieber Verräter der Flammenlegion als Askalonia töten. Wenn ihr lang genug am Leben bleibt, dürft ihr beides. Anscheinend ist er gerade da. Schwarze Zitadelle. Bewegen wir uns doch mal jetzt ein bisschen innen drinnen rum. Oh, wir haben schon fast eine Stunde. Dann würde ich sagen. Eben von Ashford.
Ashford. Björn. Was ist das denn? Leute, zwei Folgetypen oder was? Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir das hier erstmal wieder ein bisschen begutachten, mal ein bisschen was anderes erleben. Würde ich sagen, wir beenden erstmal das Ganze seit einer Stunde am Zocken wieder. Das ist so krass, wie viel Zeit vergeht. Und bedanke ich jetzt erstmal fürs Zusehen. Wie immer in die Kommentare schroten. Schon so lange, wie ihr denken könnt bei euch. Was ist denn das denn da? Nachtfell. Oh, schön. Interessant. Leuchtet so krass hier. Was ist denn hier los, Alter? Gut, ja, also ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Und hoffentlich sehen wir uns dann erstmal irgendwann mal online. Tschüssi, ciao.